wahnsinnig. Ich war 13 und hatte mein Leben lang in der Tobruk Street gewohnt. Von Dalsys Rücken hast du doch auch die Haut abgezogen. Warum machst du es dann bei mir nicht? Bitte. Du bist meine Schwester. Was hat das denn damit zu tun? Bitte, sie kommt bestimmt in einem Streifen runter. Dann können wir uns eine Nazi-Lampe draus machen. Ich geh Fernsehen gucken. Du bist echt ein Scheißbruder, Louis. You are listening to the best radio station in town. Als wir die dunkle Seite des Mondes überflogen, boten sie mir Äpfel an. Was für Äpfel? Solche wie auf der Erde. Nur ein bisschen knackiger. In diesem Jahr wurden die fliegenden Untertassen bei mir zur fixen Idee. Dann sind sie zur Venus weiter. Wir machen uns auf den Weg zur Venus. Auf der Venus gibt es eine gigantische Stadt. Die Menschen da können fliegen. Sie denken ans Fliegen, dann fliegen sie auch schon. Sie sind nicht so wie wir. Bei ihnen gibt es keine Männer und Frauen. Sie haben alle das gleiche Geschlecht. Sind es reinliche Menschen? Ja, sehr sauber und adrett. Aber wie pflanzen sie sich fort? Ich habe sie nicht gefragt. Sie haben mir gesagt, dass viele von ihnen unter uns auf der Erde leben würden. Sie sammeln Informationen. Für eine Invasion? Ich weiß nicht. Sie waren sehr nett zu mir. Manchmal konnte ich nicht einschlafen. Vor allem, wenn es draußen heiß war. Die Telefondrähte laut surrten und summten. Ich habe mich immer gefragt, ob die Außerirdischen beim Sprechen wohl so ein Geräusch machen wie diese Telefondrähte. Verdammt! Dafür bist du mir was schuldig! Weg da, ihr zwei, ihr lenkt mich ab! Was suchen die hier eigentlich? Die sammeln die Messinghülsen auf. Pull! Er hat gesagt, sie wären schon unter uns und bald will Ampere zurück zur Venus fliegen. Verdammt! Wieder daneben. Ein mieser Schütze. Wetten, dass die fliegenden Untertassen wie diese Tontauben aussehen? Schwarz? Nein, die gleiche Farbe wie die Patronenhülsen. Nur glänzender. Pull! Kommst du zum Tee? Nee, ich soll zum Tee zu Hause sein. Verdammt! Mama war das letzte Mal ziemlich wütend, weil ich ihr nichts gesagt habe. Pull! Dad meint, mit dem Wasser in eurer Straße stimmt was nicht. Na also. Was denn? Du hast 4 Schwestern. Und die anderen in eurer Straße haben auch alle nur Mädchen. Er meint, du musst ganz schön aufpassen, sonst wirst du noch ein Muttersöhnchen. Tja, wahrscheinlich. Verdammt! Hallo, Louis. Hallo, Mr. Pisano. Wo hast du dich denn rumgetrieben? Hab Messing an den Alteisenhändler verkauft. Brian und ich waren auf dem Schießplatz. Na, seine Nummer ist nicht groß genug. Eure übrigens auch nicht. Du bist doch der Mann im Haus, Louis. Kannst du da nicht eine größere Nummer neben eurer Tür malen? Mach ich, Mr. Pisano. Mr. Pisano ist unser Postbote. Er wohnt ein paar Häuser weiter. Er steht nicht gern still. Er macht seine Runden im Dauerlauf. Einer am Morgen, einer am Nachmittag. Er hat es mit Nummern. Er meint, sie wären einfach nicht groß genug. Er hatte eine Frau, die hatte Haare so gelb wie die von einem Pudel. Emma, gib mir den Rosenkohl. Bitte. June, du sollst ja richtig klein hacken. Hab ich ja. Hi, Mom. Du solltest doch deinen Schwestern beim Abendbrot helfen. Ich war mit Brian unterwegs. Ihr wart doch wohl nicht auf dem Schießplatz. Nee, wir haben uns nur so rumgetrieben. Mr. Pisano meint, wir brauchen eine größere Nummer. Ach, bei dem tickt's nicht ganz richtig. Er weiß doch, wo wir wohnen. Was brauchen wir da eine größere Nummer? Mrs. Pisano ist gar nicht echt blond. Sie färbt sich die Haare. Die sieht aus wie ein billiges Blättchen. Manche Frauen wissen einfach nicht, wenn sie zu weit gehen. Louis, wasch dir die Hände und putz dir auch die Ohren. Da kann man ja Kartoffeln drin anpflanzen. Ja, Mom. Ich möchte mal wissen, warum du dich die ganze Zeit mit diesem Brian rumtreibst, diesem Faultier. Halt's Maul, Stiefel. Jetzt aber Schluss, ihr beiden. Ich lebte in einer Welt von Frauen. Überall nur Frauen. Sogar Granny wohnte bei uns. Eines Tages tauchte sie mit ihrem Kanarienvogel auf und sagte, sie würde nicht mehr zu Granddad zurückgehen. Nie mehr. Wir haben einen echten Spinner auf der Schule. Kommt direkt aus dem Übergangslager. Sein Vater wäre ein Herzog oder sowas, hat er behauptet. Frage ich ihn, wieso haben sie euch denn schon für 10 Pfund rausgelassen? Sagt er, sie würden gerade harte Zeiten durchmachen. Kannst du dir das vorstellen? Vielleicht ist er ja tatsächlich ein Herzog. Es gibt viel zu viele Tommys und Etacker auf unserer Schule.
Die tun so, als würde ihnen die ganze Penne gehören. June, ist dein Teller leer? In Indien... Da verhungern die Menschen. Ach, so ist das, Frau Neunmal Klug. Du bleibst jetzt da sitzen, bis du alles aufhast. Ach, Mom, hör auf damit. Was ist denn? Du sollst den Kanarier nicht zwischen deinen Zähnen rumpicken lassen. Aber er macht das so gern. Das ist unhygienisch. Es wäre unhygienisch, wenn ich die Essensreste zwischen meinen Zähnen verfaulen lassen würde. Der Kanari furzt mir in die Haare, Mom. Dann lass ihn nicht auf deinem Kopf rumspielen. Wo bist du hin, Luis? Nur noch draußen. Was willst du da? Die Sterne angucken. Er sucht fliegende Untertassen. Tu ich nicht. Tust du wohl. Ich schäme mich schon deinetwegen. In der Schule glauben sie alle, du bist verrückt. Verpiss dich. Luis! In der Schule redet er von nichts anderem, Mom. Fliegende Untertassen. Ich finde das wirklich peinlich. Und du? Du rauchst. Tu ich nicht. Stimmt das, Emma? Nein, Mom, er lügt. Bleib mir vom Hals. Die kommt besoffen nach Haus. Verdammt doch mal dein Maul! Halt selbst dein Maul! Woher soll ich dir das Geld kriegen? Ich warn dich! Halt's Maul! Verbrich dieses Arschloch! Halt mir vom Hals! Arschloch! Arschloch, Arschloch! Halt's Maul! Halt's Maul! Raus hier, raus! Maschel! Maschelblödsinn! Raus! Abends habe ich mich immer nach draußen verdrückt. Besonders wenn ich Asthma hatte. Ich habe mich dann in die Vorgärten oder Hinterhöfe geschlichen, um die Leute zu beobachten. Nur zu beobachten. Im Sommer hatten sie immer ihre Fenster offen. Mr. Pisano hockte immer vorm Fernseher. Und Mrs. Pisano hat sich ständig die Nägel lackiert. Geredet haben sie nie. Bloß ferngesehen. Im Dunkeln. Nur das Licht vom Fernseher an. Sie sahen aus wie Zombies. Mrs. Irwin hat immer geheult. Mr. Irwin schlief im Sommer meistens auf der Veranda. Er trank gern Bier. Er hätte ein Geschäft mit Pfandflaschen aufmachen können, so viel Bier hat er getrunken. Eine Tochter von den Irwins hieß Dalsy. Sie war meine beste Freundin. Mr. Irwin war mal drin im Gefängnis und mal wieder draußen. Wie ein Jojo, hat Mom gesagt. Sie hat nie mitgekriegt, was ich abends gemacht habe. Ich ging gern spazieren. Im Sommer war mein Asthma schlimmer als sonst. Ich schlief mit Emma und June in einem Zimmer. Sie haben es nie gehört, wenn ich heimlich aus dem Fenster geklettert bin. Sie schliefen wie die Holzklötze. Wenn der Kanarie fertig ist, musst du dir aber die Zähne putzen, Mom. Mach ich immer. Ach, der scheißt überall hin. Ist doch keine Hundekacke. Ist wirklich nur ganz klein. Das ist egal, es ist voller Bakterien. Du bist genau wie Harry. Ständig ziehst du über meine Vögel her. Warum öffnest du die Briefe nicht, die er dir schickt? Wozu? Hat ja doch keinen Sinn. Er ist ungebildet. Ich täte mich bloß über seine Schreibfehler ärgern. Und dann wäre ich noch wütender auf ihn. Genau wie auf Erik. Kein Wort über Erik. Ich habe dir ja gesagt, dass du diesen hoffnungslosen Fall nicht heiraten sollst. Ich sagte, du sollst... Brauchst dich doch nur mal anzusehen. Wohnung in einer Neubausiedlung. 5 Kinder. Erik abgehauen. Sieh dich doch an. Gehirnschrumpf. Ich sagte, du sollst... Ich habe dich gewarnt. Du hast kein Recht, mich zu kritisieren. Du wohnst doch selbst hier. Ich habe alles Recht der Welt. Ich bin deine Mom und ich war eine Lehrerin. Ich wollte immer, dass du auch eine wirst und dass du ein schönes Heim hast. Aber nein, jetzt leben wir hier, mitten unter dem Abschaum Australiens. Geh doch zu der zurück, wenn es dir hier nicht passt. Du sollst mir nicht drohen. Oh, Freddy. Oh, du bist doch mein bester Freund. Ach, wie nett von dir. Hast du das gehört, Freddy? Und wisch seine Scheiße auf. Du wirst immer netter. 20. Die einzelnen UFOs sind nur Kundschafter. 22. Sie kommen in richtigen Geschwadern, wenn sie kommen. Fliegende Untertassen? 24. Klar. Morgen, Dalsy. Morgen, Luis. Morgen, Mr. Pisano. Sag deinem Vater, er soll seine Nummer ausbessern, Dalsy. Okay, mach ich. Ja. Die Leute aus den fliegenden Untertassen landen mit ihren Raumschiffen doch nicht wie eine Armee. Was meinst du damit? Die machen das auf die heimliche Tour. Die tun so, als wären sie Menschen. Die sehen genauso aus wie wir, weißt du? Und dann tun sie ganz nett und schon kriechen sie dir in den Kopf rein und beherrschen dich. Hast du das im Fernsehen gesehen? Nein, das weiß ich einfach. Boah. Ich ging nie mit meinen Schwestern zur Schule. Von denen hatte ich zu Hause schon genug. Weil ich immer irgendeinen Unsinn trieb, musste ich neben einem Mädchen sitzen.
Das war die schlimmste Strafe für einen Jungen an unserer Schule. Ich hätte gern neben Brian gesessen, aber ich musste neben Dalsy sitzen. Wenn wir den Umfang eines Kreises errechnen wollen, dann müssen wir seinen Durchmesser kennen. Heute wollen wir daher eine der wichtigsten Formeln... Louis. Ja, Sir? Was machst du da? Ich spiele mit meinem Lineal. Machst du nicht. Du schießt damit Papierkügelchen durch die Gegend. Nein, tue ich nicht. Komm hier, nach vorn. Junge Louis, jetzt kriegst du dein Fett. Man sollte doch eigentlich annehmen, dass jemand mit deinen Zensuren besser aufpasst. Schau dir den kleinen Ron an. Er versteht nicht mal Englisch und hat schon bessere Zensuren als du. Streck deine Hand aus. Noch einmal. Und nochmal. Tut's noch weh? Nee. Du hast dich bestimmt schon an den Stock gewöhnt. Du bist ein ganz schöner Schisser, Louis. Halt's Maul, Pickelgesicht. Seinen Dad haben sie gerade für 6 Jahre eingelocht. Was hat er getan? Ein paar Lebensmittelläden ausgeräumt. Spielst du oft mit Dalsy? Wie meinst du das? Naja, Ringkämpfe und so. Nee, ist doch ein Mädchen. Aber bei einem Ringkampf könntest du ihre Dutteln anpacken. Ihre was? Sie hat die größte in der Klasse. Den Pullover, den sie heute anhatte. Mensch, ich würde wetten, dass sie seit gestern noch gewachsen sind. Die sind doch großartig, findest du nicht? Ist doch eine Mädchensache. Kannst du sie nicht mal fragen, ob ich sie sehen kann? Du willst ihre Dutteln sehen? Klar, du fragst sie. Abends nach der Schule. Sie braucht nur ihren Pullover hochzuziehen. Nur eine Sekunde lang. Du willst wirklich ihre Dutteln sehen? Klar, was ist denn daran so komisch? Aber sie ist doch nur ein Mädchen. König James war ein Schotte und glaubte an Hexen. Er hat viele Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen. Louis, hilf deinen Schwestern beim Abendbrot. Louis liest mir was vor. Mom. Er ist ein Junge, er braucht keine Mädchenarbeit. Er muss auch seinen Teil von den Hausarbeiten erledigen. Ich möchte aber, dass er mir was vorliest. Louis hat heute den Stock gekriegt. Louis, hat dich der Lehrer geschlagen? Es war aber nicht meine Schuld. Sieh mal nach, wer da ist, June. Ich mach schon. Aber dann kommst du zurück und sagst mir, warum dich der Lehrer geschlagen hat. Dad! Na, mein Sohn? Völlig unerwartet war Dad nach Hause zurückgekommen. Vor 5 Jahren war er verschwunden. Und seither hatten wir nichts mehr von ihm gehört. Außer Mom freuten wir uns alle, dass er wieder da war. Und du hast kein Wort von dir hören lassen. Geld hast du mir auch keins geschickt. Wo hast du dich bloß rumgetrieben? Hab einen Tunnel gegraben. Wo? Beim Snowy River Projekt. Warum hast du mir dann kein Geld geschickt? Ja, hab ich doch. Einmal. Ich hab's verspielt. Hattest du es mit einer anderen Frau? Nein. Für mich gab's immer nur dich. Warum bist du dann weg? Ich hab mich eingeengt gefühlt, glaube ich. Eingeengt gefühlt? Du sagst, du willst dir eine Schachtel Zigaretten holen und kommst 5 Jahre später wieder. Ihr seid so viele. Was redest du denn? Du hast mich verlassen, weil du mich hasst, weil du deine Kinder hast. Ich hasse niemanden. Ich wollte nur mal Luft schnappen. Hast du denn kein Verantwortungsgefühl? Ich glaub nicht. Was willst du jetzt anfangen? Weiß nicht. Du kannst hier nicht bleiben. Ich will das nicht mehr. Er blieb. Mom wollte, dass er auf der Couch schlief, aber da schlief schon Grandma. Fast eine Woche lang hat er dann bei mir im Zimmer geschlafen. Und Mom bei June. Aber schließlich gab sie nach und er durfte wieder zurück in ihr Zimmer. Dalsy war einige Wochen lang krank oder sowas. Deswegen musste ich neben einem holländischen Mädchen sitzen, das gerade im Übergangslager eingetroffen war. In Norwegen hat es früher Gletscher gegeben. Seht ihr, wie zerknittert die Küsten aussehen? Ekeit Freda. Hier. Ist das dein Name? Hier. Ja, Ekeit Erzo. Und da. Ich heiße Louis. Du brauchst deinen Pullover nicht ständig zu tragen. Nun, das ist das Werk der Gletscher. Dieses Australien. Wir wissen doch, was Gletscher sind, nicht wahr? Du darfst den Pullover ausziehen. Das ist dir erlaubt. Und diese Bucht hier? Sollevalsame ist du? Die nennt man Fjorde. Du bist nicht mehr zu Hause in Holland. Ein Fjord. Wir haben hier keine Nazis. Ist im Grunde eine lange, Himmel, schmale Bucht voller Meerwasser. Du schwitzt so, weil dir heiß ist. Eingerahmt. Ich sagte, du sollst deinen Pullover von steilen ausziehen. Klippen. Also zog sie ihren Pullover aus. Ich begriff gleich, warum sie ihn so lange anbehalten hatte. Sie hatte keinen rechten Arm mehr. Naja, fast jedenfalls. Man hatte ihn amputiert. Er war nur noch ein Stummel, knapp 20 Zentimeter lang. Und an seinem Ende hing ein Fleischzipfel. Wie das Mundstück unten an einem Luftballon. Da, wo man ihn abbindet. Ich musste es einfach anstarren. Es sah schrecklich aus. Sie lächelte mich an. Am liebsten wäre ich weggelaufen.
Aber dann fand ich's auch wieder ganz faszinierend. Louis, was treibst du da? Nichts, Sir. Das stimmt doch nicht. Also, was machst du da? Ich berühre Ihren Arm, Sir. Ich wollte nur wissen, wie sich dieser Flash-Zipfel hier anfühlt. Louis. Sie hat's mir erlaubt, Sir. Was bist du doch für ein Idiot? Ich wollte es ja nur mal anfassen. Du bist verrückt. Ich bin normal. Ich will Dutteln anfassen. Und du willst einen Stummel anfassen. Mann, oh Mann. Ich habe mal ein Bild gesehen. Auf dem hatten die Außerirdischen auch genau so einen Stummel. Hast du nicht. Hab ich doch. Willst du mit uns Cricket spielen, Brian? Klar doch. Also lief er los und ließ mich sitzen. Ich habe nicht besonders oft Cricket gespielt. Ich war auch nicht besonders gut in Cricket. Als Schlagmann habe ich immer den Ball verfehlt und beim Lauf war ich immer der Letzte. Was machst du hier? Kann ich reinkommen? Dad kann jeden Augenblick hier sein. Nee, kann er nicht. Ich habe ihn auf der Veranda gesehen. Er schnarcht. Alles gut. Psst. Sei vorsichtig. Warum wolltest du mich treffen? Ich wollte dich nur fragen, warum du nicht mehr zur Schule gehst. Keine Lust mehr. Die werfen dich noch von der Penne, wenn du so oft schwänzt. Na und? Die stecken dich in dein Heim. Spitze, sollen sie doch. Hätte ich nichts dagegen. Jemand hat deine Puppen zerbrochen. Ich war das. Mir war einfach danach. Wann gehst du wieder zur Schule? Vielleicht nie mehr. Du solltest wieder zur Schule gehen. Warum? Das wäre gut. Warum? Dann könnten wir wieder zusammen mit Brian irgendwas anstellen. Brian ist ein Blödmann. Er hat dich wirklich gern. Na klar doch. Nein, wirklich. Er hat gesagt, er würde dir 3 Pence zahlen. 3 Pence? Wofür? Wenn er deine Dutteln anfassen darf. Du bist ekelhaft. 6 Pence. Würdest du auch so viel zahlen? Ich will sie ja nicht anfassen. Warum nicht? Will einfach nicht. Willst du sie jetzt mal fühlen? Nein. Ich mach mich lieber wieder auf den Weg. Ich will noch mit Dad Ludo spielen. Er ist also zurück, hä? Ja, für immer. Gefällt es deinen Schwestern, dass er wieder da ist? Sie finden es großartig. Bis später. Weißt du, Louis, wenn die Außerirdischen in die Körper der Menschen schlüpfen, woran erkennt man dann, dass sie Außerirdische sind? Ist verschieden. Manchmal kann man bei einem Blitz im Gewitter ihre wirkliche Gestalt erkennen. Eine kurze Sekunde lang. Andere haben ein kleines Muttermal im Nacken. Aber meistens erkennt man sie, weil sie sich nie aufregen. Vielleicht machen sie auch einfach nur komische Sachen. Weißt du, so Sachen, die sie vorher nicht gemacht haben. Aber ich muss jetzt los. Auf dem Weg nach Hause ging ich bei den Pisanos vorbei. Seine Frau stand mit 3 Koffern auf dem Bürgersteig. Warum willst du gehen? Weil du so verdammt langweilig bist. Ich werde mich ändern. Postboten ändern sich nicht. Ich möchte ein bisschen Romantik erleben. Ich werde mich ändern. Soll ich darauf vielleicht noch bis nächstes Jahr warten? Was starrst du so in der Gegend rum, Louis? Ab nach Hause mit dir. Ja, Mrs. Pisano. Bitte geh nicht fort. Steh endlich wieder auf. Mein Gott, ist das peinlich. Taxi für Pisano? Können Sie mir mal mit den Koffern helfen? Bitte, ich verspreche dir. Ich werde mich ändern. Ich gehe mit dir tanzen. Achten Sie einfach nicht auf ihn. Er ist mein Mann, er ist Postbote. Music. In the only form of life in this place. Zuerst die 6 Pence. 3 Pence, habe ich gesagt. Ich habe auch noch 3 Pence. Zusammen sind das 6. Gib mir das Geld, okay? Wenn ich meinen Pullover hochziehe, kannst du sie dir ansehen und einmal kurz anfassen. Abgemacht? Ja, abgemacht. Oh. Oh. Gefallen sie dir? Die sind in Ordnung. Kannst sie auch anfassen. Das kitzelt. Fester. Willst du auch mal, Louis? Nein. Die fühlen sich gut an. Hey, war das alles? Ja. Aber ich habe 6 Pence bezahlt. Du hast nur 3 gegeben. Den Rest hat Louis bezahlt. Willst du Cricket spielen? Ja, klar doch. Lass uns bei euch spielen. Dad hat seinen LKW auf unserem Hof geparkt. Kann ich mitmachen? Nee, ist doch Cricket. Das war aus. Hey, wie war ich? Du hast den Torpfosten getroffen. Das hätte ich aber gehört. Na, dann bist du taub. Kann ich mitspielen? Nein, mach eine Fliege. Lass sie schon mitspielen. Wir brauchen noch einen Feldspieler. Also gut. Da ist das Feld. Du musst den Ball fangen. Emma, lauf! Der kriegt gleich 2 Punkte dafür. Hierher, hierher. Warum wirfst du ihn denn dahin? Da steht doch gar kein Torwächter. Trink nicht so rasch, Louis.
Ich bin durstig. Wie steht's? Emma schlägt gerade. Ich dachte, sie mag Brian nicht. Ich muss jetzt zurück. Was war das? Brian, was ist passiert? Ich blute. Was ist passiert? Sie hat mich geschlagen. Sie ist einfach auf mich zugelaufen und hat mich geschlagen. Emma, hast du ihn geschlagen? Ja. Sie hat mit dem Cricketschläger zugehauen. Sie ist verrückt. Warum hast du ihn geschlagen? Ich blute. Weil ich ihn liebe. Are listening to the best radio station in town. Aber da Alan Border Linkshänder ist, hat er wenig Probleme mit den Engländern. Es schien so, als ob Border und Ward allein die gesamte englische Punktzahl übertreffen würden. Beim Stand von 150 Punkte jedoch gab es ein Missverständnis zwischen die beiden Australiern und Ward musste in den Pavillon zurück. Für ihn kam Steve Crowe, der kaum 5 Minuten auf dem Feld war, als ein schneller Wurf von Bob Willis ihn völlig überraschte. Das war 3:30, kurz vor der Teepause. Border und der neue Mann, Carl Evans, gingen auf Nummer sicher, weitere Verluste bis zur Teepause zu vermeiden. Gerade ist die Pause beendet und alle Spieler sind zurück auf dem Feld. Davidson ist ein mieser Typ. Wieso? Wenn es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, dann tut er so, als hätte er sich verletzt und geht vom Platz. Außerdem macht er den Schlagmann nur aus, wenn ihm das Spielfeld passt. Und in den Ausscheidungskämpfen war er einfach grauenhaft. Hast du sie gesehen? Na klar. 5 Tage lang. Die Typen aus Westindien haben wie die Götter gespielt. Ich dachte, du wärst in den Snowy Mountains gewesen. Ja, ich bin für 14 Tage nach Brisbane hoch. Ich musste ein paar Leute bei einem Tunnelprojekt beraten. Die Regierung von Queensland will einen unterirdischen Tunnel bauen. Das hätte ich zu gern gesehen. Ja, das war wirklich gut. Hörst du immer noch beim Cricket zu? Das ist so langweilig. Mädchen verstehen das nicht. Wer will das auch schon verstehen? Mir gefällt's. Aber du bist ja auch kein Mädchen, Grandma. Hast du das gehört? Freddy! Louis, komm heute Abend nach draußen, in das Haus. Wir müssen was erledigen. Dad? Funkel, funkel, kleines Gestirn. Noch 16 Tage und ich bin bei dir. Kennst du den Spruch noch, Louis? Was bedeutet er? So lange hat Bert Hinkler gebraucht, um von London nach Australien zu fliegen. Der erste Ein-Mann-Flug. Du musst dir den Vers merken. Mein Vater hat ihn mir beigebracht. Weißt du, warum du so schlecht in Cricket bist? Weil ich auf einem Auge blind bin. Bist du das? Der Doktor hat gesagt, ich hätte ein träges Auge. Wann hat er das gesagt? Als du in den Snowy Mountains warst. Na jedenfalls ist das nicht der wahre Grund. Damit redest du dich nur raus. Mit deinem guten Auge kannst du doppelt so viel sehen, wenn du es richtig trainierst. Aber eigentlich spielst du so schlecht, weil der Hof nicht ebenerdig ist. Wenn es regnet, sieht man das ganz deutlich. Wir müssen den Hof aufschütten. Dafür werden wir eine Menge Erde brauchen. Also hol schon mal die Schubkarre und einen Spaten. Du willst jetzt den Hof aufschütten? Die Leute schlafen doch. Genau die richtige Zeit. Also hol die Karre, aber leise. Leise. Warte, lass uns einen Moment Pause machen. Leg's hin. Du willst doch nicht wie einer von diesen Niggern sein, hä? Die arbeiten sogar noch die Zigarettenpausen durch. Den musste ich erstmal ein paar Sachen beibringen. Gut, hä? Was? Wir beide zusammen, Vater und Sohn. Ist einfach nicht normal, so viele Frauen um sich zu haben. Das Ding zwischen deinen Beinen, Louis. Die Frauen schreien, oh nein, nein! Aber dann wollen sie es doch. Du stichst sie an und dann kommt der große Jammer. Es ist immer deine Schuld. Es liegt immer am Mann. Gott, es hört überhaupt nie mehr auf. Verstehst du mich? Ja. Es ist eine wichtige Sache, dass der Vater seinen Sohn über Dinge des Lebens aufklärt. Jetzt weißt du ja, wie das Leben ist und wie man mit Frauen umgeht.
Lass uns weiterarbeiten. Selbst wenn wir diese Karre voll machen, ist das noch nicht genug, oder? Wo denkst du hin? Wir brauchen bestimmt noch 100 Fuhren. Aber dann ist von Mr. Thompsons Garten bestimmt nichts mehr übrig. Stell dich doch nicht so blöd an. Wir holen uns eben aus jedem Garten nur ein bisschen Erde. Jede Nacht, außer samstags, zogen Dad und ich los. Es war harte Arbeit. Da gerade Dürre herrschte, war die Erde hart und rissig. Nur in Mr. Pisanos Garten wuchs grünes Gras. Wenn er keine Briefe austrug, sprengte er seinen Rasen, bis das Gras fast kniehoch gewachsen war. Eines Tages, als ich zur Schule ging, mähte er seinen Rasen. Doch statt sein Mäher in gleichmäßigen Streifen über den Rasen zu schieben, hastete er in allen nur möglichen Richtungen über das Gras, als wenn er besoffen oder sowas wäre. Was machen Sie da, Mr. Pisano? Das werdet ihr alle noch sehen. Das werdet ihr alle noch sehen. Und das taten wir dann auch. Er mähte das Gras zu einer gigantischen Nummer. 51 stand. Ein knietiefes Gras gemäht. Lasst euch das eine Lehre sein. Jeder kann meine Nummer erkennen. Und so soll es auch sein. Warum hast du aufgehört? Der Boden ist steinhart, Dad. Und du bist pissweich. So macht man das. Hey! Dad! Dad! Was ist denn? Da ist einer am Fenster. Verdammt. Was sollen wir tun? Komm schon, lass uns abhauen. Er hat uns gesehen, er hat uns gesehen. Hat er nicht. Hey, ihr zwei. Hat er doch. Sei still, hat er nicht. Warum hast du es denn geklaut? Seit ich zurück bin, nörgelst du rum, weil ich noch keinen Job gefunden habe. Also habe ich mir gedacht, ich schütte den Hof für dich auf. Aber es ist doch völlig verrückt, die Erde von unseren Nachbarn zu stehlen. Es war ja nicht viel. Ich meine, von jedem Nachbarn war es nur ein bisschen. Mein Gott, was ein Mann auch tut, immer ist's falsch. Willst du denn keinen ebenen Boden im Hof? Meine Tochter ist mit einem Kriminellen verheiratet. Halt's Maul! Red nicht so mit ihr. Komm, Louis, fangen wir an. Wo willst du hin? Louis und ich bringen die Erde zurück. Aber doch nicht mitten in der Nacht. Wieso nicht? Das gehört sich doch irgendwie. Schließlich haben wir sie auch nachts gestohlen. Zur Nachterde. Ach, lass uns gehen, Louis. Ich hab's dir gesagt. Ich hab dich vor ihm gewarnt. Halt's Maul, Mann. Und wenn der Vogel nochmal in Emmas Haare scheißt, gibt's Ärger. Wir brauchten 4 Nächte, um die Erde zurückzubringen. Dad verlor kein Wort mehr über das Aufschütten des Hofs. Wenn ich Asthma hatte, lief ich abends durch die Straßen und beobachtete die Leute. Weil das Wasser knapp war, durfte niemand den Garten sprengen. Doch ich sah viele Nachbarn, die spät abends ihre Gärten wässerten. Nur Mr. Pisano war alles egal. Er sprengte seine Hausnummer im hellsten Tageslicht. Wenn die Leute sagten, sie würden ihn anzeigen, antwortete er nur, das wäre ihm völlig egal. Er sei Postbote, da stehe er über den Gesetzen für normalsterbliche Bürger. Warum läufst du immer hinter mir her? Verschwinde! Ich kenne kein Ein hier ob das Börtein. Sei keine Freunde sein. Ich verstehe kein Wort von dem, was du da sagst. Ihr Kanaken seid doch alle gleich. Du solltest lieber Englisch lernen. Englisch. Komm, ich bring's dir bei. Ach, hier Englisch? Ja, Englisch. Siehst du das hier, worauf die Mädchen sitzen? Warte mal, Süß. Genau. Das nennt man einen Scheißkerl. Scheißkerl. Scheißkerl? Siehst du Mr. Trout, der da herumschleicht, um die Jungs beim Rauchen zu erwischen? Mr. Trout. Richtig, der heißt Arschloch. Arschloch. Sie sind genau wie Würmer. Ja. Die Außerirdischen. Hast du welche gesehen? Leg doch auf der Hand. Sie krabbeln einem ins Ohr. Wie verwandeln sie sich denn in Würmer? Warum gehst du nicht zur Schule? Schule ist nur was für Kinder. Aber du bist doch noch ein Kind. Ich sehe nur so aus. Innen drin fühle ich mich erwachsen. Deine Mom sagt, du wärst eine Lügnerin. Was weiß denn die schon? Sie säuft. Genau wie dein Dad? Sie trinkt heimlich. Überall im Haus hat sie ihren Sherry versteckt. Du kennst doch Mrs. Green. Also, sie hatte eine Abtreibung auf ihrem Küchentisch. Ihre Schwester ist Hebamme. Die weiß, wie man sowas macht. Überall Blut. Das Baby haben sie dann in Zeitungspapier eingewickelt und in die Mülltonne geworfen. Es war nicht von ihrem Mann. Verstehst du? Er war in Sydney. Irgendein Kerl hat ihr es gemacht. Es hatte keinen Kopf. Ich glaube, du gehst jetzt besser. Dad hat aufgehört zu singen. Jetzt hat er bestimmt schlechte Laune. Okay. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich rede gern mit dir. Wir sollten mal wieder nach UFOs gucken gehen.
Wäre nicht schlecht. He's a music man. Wir kommen jetzt zur Geografie Dänemarks. Dänemark ist dieses Land hier. Nun, wie heißt das Land daneben? Frida, du hast dich gemeldet. Mr. Arschloch. Was hast du gesagt? Mr. Arschloch. Mein Gott, deine Hand sieht vielleicht schlimm aus. Diesmal hat er mir wirklich eine Tracht verpasst. Wie hat der Direx das rausgefunden? Sheila, die andere Holländerin, hat übersetzt. Du hast Glück, dass es nicht blutet. Guck mal, es läuft blau an. Halt's Maul. Diese blöden Kanaken. Man kann denen einfach nicht über den Weg trauen. Weißt du, sie hat das bestimmt gemacht, weil du mit ihrem Stummel gespielt hast. So sind Mädchen nun mal. You are listening to the best radio station in town. Wir besteigen unser Raumschiff und verlassen eure Welt. Wir brauchen eure Hilfe. Doch heute Nacht werden wir euren Planeten verlassen müssen. Ihr werdet uns erst wiedersehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Immer noch auf, Louis? Mama hat gesagt, ich könnte das noch zu Ende sehen und dann soll ich ins Bett. Mein Gott. Jetzt schau dir mal deine Granny an. Die verschläft doch alles. Sieht hässlich aus, ne? Keine Zähne, alles Gaumen. Ekelhaft. Wir haben eine Seele. Wir haben Gefühle. Und wir sind euch wohlgesinnt. Aber ihr seid für unsere Freundschaft noch nicht bereit. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ein Film über Besucher aus dem Weltall. Das sieht doch doof aus. Echte Außerirdische würden noch niemals so aussehen. Wenn ihr uns in unserer wahren Gestalt sehen könntet, wäret ihr entsetzt. Ihr würdet aus Angst vor uns sterben. Ja, zeig's uns doch, zeig's uns. Dad. Sie sollen uns zeigen, wie sie wirklich aussehen. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn ihr auf unserer Welt gelandet wäret. Unsere Mission galt eigentlich einem anderen Planeten. Das müsst ihr uns glauben. Nur durch einen Navigationsfehler kamen wir in den Anziehungsbereich der Erde. Durch einen Fehler? Der lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Der hat die gleichen Zähne wie Granny. Bald nach dem Film schlief Dad in seinem Sessel ein. Granny schlief auf der Couch. Ich hatte Asthma. So dachte ich, ich gehe zu Dalsy. Vielleicht hat sie ja Lust, mit mir UFOs zu suchen. Es war Vollmond und der Himmel ganz klar. Die Vorhänge waren zugezogen, aber ein Spalt war frei. Dalsy saß in ihrem Morgenmantel auf dem Bett. Ihr Vater küsste sie. Dalsy schien Schmerzen zu haben, aber vielleicht war sie auch schockiert. Ich ging weiter. Mr. Pisano stand im Garten und starrte auf seine Nummer. Er weinte. Ich stand eine Weile da und schaute ihm zu. Er sah mich nicht. Er öffnete seinen Hosenschlitz und pisste auf seine Nummer. Ich dachte, besser ich gehe wieder nach Hause. Louis, warte auf mich. Du gehst zur Schule? Ja, ich dachte, ich komme mal wieder. Ich wollte gestern Abend mit dir reden, aber dein Dad war bei dir im Schlafzimmer. Hat er dich gesehen? Nein. Warum wolltest du zu mir? Dachte, wir könnten UFOs gucken gehen. Brauchen wir dafür ein Teleskop? Ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten Leute sehen sie mit bloßem Auge. Vielleicht brauchen wir doch ein Teleskop. Vielleicht. Hast du eins? Nein. Da müssen wir uns eins klauen. Klauen? Ist die einzige Möglichkeit. Er bewahrt es in seiner Schublade auf. Siehst du? Woher weißt du, dass es da drin ist? Ich musste mal für Mr. Duarte einige Bücher ins Lehrerzimmer tragen. Und da habe ich es gesehen. Es riecht nach Lehrerkreide. Findest du nicht? Bin noch nie im Lehrerzimmer gewesen. Ich meine, es ist so scheiß einfach, hier einzubrechen. Die glauben bestimmt, Schüler würden hier nicht reinkommen. Aber für mich ist das scheiß einfach. Weißt du, Louis, wenn ich nicht zur Schule gehe, dann gehe ich zu Woolworth und klaue mir, was ich haben will. Direkt unter der Nase vom Verkäufer. Wirklich unglaublich. Was machst du denn da? Rache für all die Schläge, die Duhau dir verpasst hat. Ich pisse ihm in die Schublade. Are listening to the best radio station in town. Mach das Fenster zu, Louis. Ich will meinen Freddy fliegen lassen. So ist schön, Freddy, nicht?
Es gefällt ihm, wenn er sich ein bisschen frei bewegen kann. Wir werden hier noch ersticken. Aber ich hab dir doch gesagt, dass du die Fenster schließen musst, wenn die heißen Nordwinde kommen. Dann wird's im Haus auch nicht so warm. Das sagst du doch nur, weil du Freddy im Zimmer fliegen lassen willst. Unsinn! Das habe ich dir schon gesagt, da warst du noch ein kleines Mädchen. Siehst du, nie hörst du mir zu. Die heißen Nordwinde werden immer schlimmer. Und willst du wissen, warum? Wegen der russischen Satelliten. Die pfuschen nämlich dem Himmel ins Handwerk. Die Erde wird noch verbrennen. Du brauchst dir deswegen keine Sorgen zu machen, Louis. Wenn die Amerikaner und die Russen wegen Kuba erstmal mit ihrem Atomkrieg anfangen... Hör endlich auf damit, Mom. Ich habe deinem Vater auch gesagt, dass es einen Zweiten Weltkrieg geben wird. Und als ich den Koreakrieg vorausgesagt habe, da hat er nicht mehr sehr gelacht. Sieh nur, Louis. Freddy mag es, wenn er in deinen Haaren Versteck spielen kann. Du brauchst mich gar nicht so anzusehen, Mädchen. Wie sehe ich dich denn an? Als würdest du mich am liebsten in dein Heim stecken. Wieso gehst du eigentlich nicht zu Dad zurück? Weil ich ihm eine Lektion erteilen will. Wie ist es gelaufen? In einem Monat vielleicht. Das ist eine lange Zeit ohne Arbeit. Ja, es gibt nicht so viele Stellen im Tunnelbau. Besorgst du dir denn für die Zwischenzeit keinen anderen Job? Ja, ich denk drüber nach. Erik. Jetzt mecker nicht rum, ich mach ja schon. Ja, was zum Teufel treibt der Kanarienvogel da? Nimm ihn dir aus den Haaren. Er tut doch nichts. 65? 65? Hallo, Louis. Auf dem Weg zur Schule? Ja. 65? Diese Nummer bringt mich wirklich zur Verzweiflung. Ich rede noch mal mit Dad. Wir haben sie am Samstag rückwärts laufen sehen. Ja, Samstag war der Probelauf. Ich habe nämlich einen Plan. Ich will die Morgenrunde wie bisher laufen. Aber die Nachmittagsrunde mache ich rückwärts. Das ist dann, als würde ich einen Kreis schlagen. Als würde ich mir selber über den Weg laufen. Mich auf halber Strecke treffen. Du weißt schon, was ich meine. 65. Ja, aber ich muss jetzt weiter. Ich will meinen Rekord noch um ein paar Minuten verbessern. Ja, 65. Ja, 67. 68. 65, 75, 2, wieso 2? Wenn ihr nicht wisst, was in der Welt geschieht, dann versteht ihr auch nicht, was mit euch geschieht. Wollen wir heute Nacht den Himmel beobachten? Klar, ich hol dich ab. Was ist die wichtigste Sache, die zurzeit auf der Welt passiert? Weiß nicht. Da sehe ich. Louis! Wisst ihr die Antwort? Ich weiß nicht genau, Sir. Was weißt du nicht? Wie die Frage lautete, Sir. Was ist die wichtigste Sache, die gerade auf der Welt passiert? Nun? Kuba. Sehr gut. Und was passiert in Kuba? Die Amerikaner und die Russen steuern da auf einen Krieg zu, der uns alle in die Luft jagen kann. Die Gefahr besteht, ja. Wer hat damit angefangen? Sie meinen, wer Schuld hat? Ja. Die Russen natürlich. Richtig. Sehr gut. Natürlich die Russen. Wisst ihr, sie werden nämlich von bösen Mächten beherrscht. Unaussprechlich böse Mächte. Die Russen wollen den Krieg. Sie wollen die Vernichtung. Sie werden von bösen Mächten beherrscht. Genauso wie Dämonen von bösen Mächten beherrscht werden. Weiß denn Dad, dass du nicht im Bett bist? Heute ist Zahltag. Er wird schnell betrunken. Kannst du was sehen? Der Mond ist unglaublich nah. Sieh selbst. Krater. Ein gutes Teleskop. Findest du nicht? Wie kommt es, dass die Astronomen mit ihren großen Teleskopen keine sehen? Die Außerirdischen verstecken sich auf der erdabgewandten Seite des Mondes. Hast du denn keine Angst? Wovor soll ich Angst haben? Davor, dass die Außerirdischen schon unter uns sind. Manchmal. Vielleicht sind sie netter als die Menschen. Vielleicht sind sie auch grausamer. Ich glaube, der Typ, von dem du erzählt hast, der hat recht gehabt. Dass sie keine Geschlechter haben, so wie wir. Weder männlich noch weiblich. Also stecken die Männer ihr Ding nicht in die Frauen rein. Um in sie reinzupinkeln? Louis! Mein Gott, manchmal bist du ganz schön blöd. Um ihren Samen in sie reinzutun. Igitt! Du weißt schon, so wie Männer es mit Frauen machen. Das weißt du doch, oder nicht? Klar, sicher.
Es tut weh. Es tut weh? Ich wusste nicht, ob sie mich auf den Arm nehmen wollte. Ich weiß nicht. Schweigend beobachteten wir den Himmel, sahen aber nur eine Sternschnuppe und wollten schon einpacken und nach Hause gehen. Duck dich! Wer ist es? Junge und Mädchen. Ja. Lass uns abhauen. Psst. Hör mal. Du willst es also machen? Weiß nicht. Wissen deine Eltern, dass du nicht zu Hause bist? Nein. Sollen wir zum Schießplatz gehen? Jetzt? Ich zeig dir, wo wir die Patronenhülsen sammeln. Was für Patronen? Das war Emma. Mit Brian. Aber sie hat ihn geschlagen. Und er kann sie nicht ausstehen. Vielleicht gefällt's ihm, wenn ihm jemand eins über den Schädel zieht. Sei doch nicht blöd. Lass uns nach Haus gehen. Es war zu heiß, um zu schlafen. Ich hörte den summenden Telefondrähten zu. June redete im Schlaf. Und ich ahnte schon, dass die Dinge keinen Sinn mehr machten. Dass die Welt auf dem Kopf stand. Dass die Leute sich anders benahmen als sonst. Was willst du hier unten, Dad? Hast du mal den Film Das hölzerne Pferd gesehen? Nee. Das Hauptproblem war, die Erde loszuwerden, weil die Nazis sie sonst entdeckt hätten. Also haben sie sich die Erde in die Hosen gestopft und sie heimlich in den Gärten der Nazis verstreut. Wir werden deiner Mom ein großes Geburtstagsgeschenk machen, mein Sohn. Wir schütten ihr den Hof auf. Ein für alle Mal. Aber es muss ein Geheimnis bleiben, okay? Genau wie im hölzernen Pferd. Ich höre Geräusche unterm Haus. Unterm Haus ist nichts. Ja, und was höre ich dann? Das bildest du dir nur ein. Ach, können wir uns keinen Ventilator kaufen? Es ist schrecklich heiß. Warum leistest du dir keinen Wagen? Hör endlich auf damit. Ich bin heute Nachmittag spazieren gegangen. Eine halbe Stunde bis zur Einkaufsstraße. Weißt du, was die Regierung gemacht hat? Sie hat die Neubausiedlung so weit wie möglich von aller Zivilisation entfernt gebaut. Spiel doch mit, Freddy. Man geht über die Straße und dann steht man in den Weidekoppeln. Von hier bis Sydney. Nichts als Weidekoppeln. Selbst wenn wir wollten, könnten wir es nicht weiter bis Melbourne haben. Dann geh doch wieder nach Hause. Wo bist du gewesen, Louis? Nirgends. Geh und wasch deine Hände, sie sind dreckig. Dieser Postbote ist verrückt geworden. Ich meine, welche Siedlung hat einen Postboten, der rückwärts läuft? Du zündest besser noch eine Kerze an. Meinst du nicht, dass wir zu viel Erde wegnehmen? Ist doch genug übrig. Und dabei den Fundament feilern? Wer ist hier der Experte? Wer ist der Snowy-Mountains-Experte? Wir können uns bis Kuba durchgraben, wenn wir wollen. Wahrscheinlich brechen wir dann durch den Boden in Castros Schlafzimmer, wenn der sich gerade eine russische Magda schon nimmt. Das wäre was. Findest du nicht auch, dass wir schon wie richtige Kumpel aussehen? Was ist denn los? Mom, sag schon, was ist los? Freddy! Was ist mit Freddy? Sein Kopf liegt im Futterschälchen auf. Sieh doch! Jemand hat ihm den Kopf abgeschnitten. Was ist passiert? Ach, jemand hat Freddys Kopf abgeschnitten. Guck nicht hin. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht hingucken. Vielleicht ist er einfach abgefallen. Du bist es gewesen. Du hast ihm den Kopf abgeschnitten. Ach, sei nicht doof. Du bist es gewesen. Du hast immer schon was gegen Freddy gehabt, du. Mörderin, du Mörderin, ich ruf die Polizei. Das war ein Kanarienvogel, ein gottverdammter Kanarienvogel. Mörderin! Hat einer von euch den Kanarienvogel umgebracht? Louis, hast du den... Jetzt reicht's, ich geh. Und das tat sie dann auch. Sie ging zurück zu Granddad. Sie meinte, wir wären alle Mörder. Einmal hörte ich Mom und Dad, wie sie darüber lachten. Aber ich konnte nicht verstehen, was sie sagten, weil sie im Schlafzimmer waren. Ich weiß nicht, ob Mom es getan hat. Ich würde es ihr nicht zutrauen. Es passt irgendwie nicht zu ihr. Aber sie fand es lustig. Tut mir leid, dass ich nicht kommen konnte, um UFOs zu suchen. Ist schon in Ordnung. Ich musste Dad beim Schaufeln helfen. Ich kann ihn tagsüber danach suchen. Pass auf! Ich hasse Schlangen. Die ist ungefährlich. Sie schläft. Die schlafen nie. Die sind immer wach. Die kommen aus Erdspalten nach oben gekrochen. Wir sollten sie töten. Dann greift sie uns vielleicht an. Lass sie lieber in Frieden. Und das nur, weil es nicht regnet. Dann kommen sie nämlich aus der Erde raus. Es ist wegen der UFOs. Grandma meint, die Satelliten wären schuld. Aber es sind die UFOs. Vielleicht mögen sie heiße Länder. Glaubst du, sie sind schon da? Vielleicht. Denkst du oft an Sex? Wie meinst du das? Dass du dein Ding in ein Mädchen reinstecken willst? Will ich ja gar nicht. Bist noch ein Kind, Louis. Bin ich nicht.
Ryan denkt ständig dran. Er will das mit Emma machen. Tut der nicht. Nie. Sie wird's auch gar nicht erlauben. Ist doch ein Witz. Warum soll er das denn wollen? So was machen Mann und Frau eben. Du bist sein Kind. Kinder. Hi, Mr. Pisano. Wisst ihr, die Amerikaner haben den Spruch erfunden, die Post trifft ein, ob Regen, Hagel oder Sonnenschein. Aber ich glaube, die wussten nicht, wie hier unten die Sonne scheinen kann. Ja, ja, aber seien Sie trotzdem vorsichtig, Mr. Pisano. Da hinten liegt eine Schlange. Postboten werden nur von Hunden gebissen. Ich kann jetzt nicht stehen bleiben. Mit dieser Abkürzung schlage ich meinen Rekord bestimmt wieder um einige Minuten. 100. Er sieht ziemlich verrückt aus, wenn er nur die Shorts anhat. Bei dieser Hitze laufen, da kommt er bestimmt ganz schön ins Schwitzen. Er muss ja nicht laufen. Die meisten Postboten laufen nicht. Die gehen. Außerdem machen sie ihre Runden nicht rückwärts. Wir müssen uns beeilen. Wir kommen sonst zu spät. Ich gehe nicht. Nie mehr. Aber du musst doch zur Schule. Nie wieder. Ihr seid doch noch Kinder. Ich gehe in die Stadt. Kommst du mit? Nein. Wir können was klauen. Will ich nicht. Die Schlange! Eric? Irgendwas scheint mit den Bodendielen nicht zu stimmen. Ja, wo liegt das Problem? Sie knarren. Vielleicht hast du zugenommen. Sehr witzig. Okay, ich rufe morgen die Hausverwaltung an. Ist jemand vor der Tür? Ich glaube, jetzt drehst du durch. Doch, da ist jemand vor der Tür. Komm, nimm eine Valium, trink eine Tasse Tee und ruh dich aus. Noch nie waren wir so kurz davor, den Planeten Erde zu zerstören. June, hör auf, dir in der Nase rumzubohren. Für die Erde ist es eine Minute vor zwölf. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom. Around the world, God willing, that goal will be achieved. Warum hörst du auf? Ich will nicht mehr weitermachen. Aber wir haben doch schon fast genug. Das ganze Haus kommt ins Rutschen, Dad. Bist du ein Flaschengeist oder was? Es könnte doch zusammenbrechen. Tut es aber nicht. Und selbst wenn es zusammenbrechen würde, könnte uns nichts passieren. Da verstehst du meinen Plan denn nicht? Dies hier sind Tunnel. Ein Netz von Tunneln. Wenn das Haus zusammenbricht, dann brauchen wir bloß in einen Tunnel zu kriechen. Wo führen die hin? Wir müssen jetzt noch nirgendwo hin. Aber gib mir ein bisschen Zeit, ja? Ich baue dir einen Tunnel, wohin du willst. Willst du einen Tunnel, der zur nächsten Straße führt? Machen wir. Aber lass uns erst den Hinterhof aufschütten, okay? Ich verspreche es dir. Na, komm schon, Kumpel, lass uns weitermachen. Nein, ich bin müde. Ich hab gesagt, Grab, kapiert? Wir sind so kurz vorm Ziel, Louis. Willst du deine Mom denn nicht überraschen? Ich hatte mich so über Dad aufgeregt, dass ich nicht einschlafen konnte. Also ging ich raus auf die Koppeln, um den Himmel zu beobachten. Ich stellte das Teleskop neben dem Bach auf. Der Bach floss an der Baustelle vom neuen Elektrizitätswerk vorbei. Plötzlich hörte ich jemanden kichern und sah am anderen Ufer ein Pärchen miteinander reden. Ich sah genauer hin, es waren Emma und Brian. Allmählich erkannte ich auch, was sie dort taten. Emma sah Brian zu, wie er auf eine Distel pinkelte. Dann hockte sie sich auf einen Stein und ließ Brian beim Pissen zusehen. Ich dachte, ich träume. Aber genau das taten sie. Dann liefen sie davon und verschwanden in der Nacht. Ich hätte am liebsten gekotzt. Die waren verrückt. Ich wollte schon nach Hause gehen und Mom alles erzählen. Als sie kam. Sie tauchte auf. So einfach aus dem Nichts. Sie war riesig. Goldfarben. Und sie strahlte so hell wie ein goldener Stern. Langsam flog sie über mich hinweg auf das neue E-Werk zu. Ich konnte es einfach nicht fassen. Es stimmte. Sie waren hier. Emma! Emma, wach auf! Was denn los? Hast du sie gesehen? Hast du die fliegende Untertasse gesehen? Was redest du denn bloß? Die fliegende Untertasse, unten beim Bach.
Du spinnst. Du musst sie doch gesehen haben. Du warst doch mit Brian unten beim Bach. Du musst wirklich spinnen. Ich war nicht mit Brian zusammen. Ich habe euch doch beide gesehen. Ihr habt so komische Sachen gemacht. Du bist vielleicht ein Witzbold. Ich war heute Abend bei Jolene. Ich sag Mom, was ihr beide gemacht habt. Sie würde dir doch nicht glauben. Du bist ein Lügner. Ich ging zu Dalsy und wollte gerade ums Haus herum und an ihr Fenster klopfen, als ich jemanden in der Auffahrt knien sah. Es war Dalsys Mutter, die Augen geschlossen. Sie betete. Wahrscheinlich zu Gott. Ich schlich an ihr vorbei und zu Dalsys Fenster. Die Vorhänge waren zugezogen, aber ein Spalt war offen. Und das Licht im Zimmer war an. Ich linste durch die Vorhänge. Einen Augenblick lang konnte ich nichts erkennen. Dann sah ich Mr. Irwin und Dalsy auf dem Bett sitzen. Sie war nackt. Er hatte ein Hemd an, aber keine Hose. Dalsy berührte ihn an seinem Ding. Sie sagten kein Wort. Es machte einfach keinen Sinn. Warum habt ihr mir die Augen zugebunden? Weil Louis und ich eine Überraschung für dich haben. Okay, Louis, das reicht. So, jetzt nehme ich dir die Binde ab, aber noch nicht die Augen öffnen. Du darfst sie erst aufmachen, wenn ich es dir sage. In Ordnung. Also gut, bei drei. Eins, zwei, drei. Na, gefällt's dir? Jetzt ist der Hof ganz eben aufgeschüttet. Wo habt ihr all die Erde her? Das ist unser Geheimnis. Louis, wo habt ihr die Erde her? Louis. Wir haben sie unterm Haus weggeholt. Unterm Haus? Ja. Ist das der Grund, warum uns das Haus zusammenbricht, Erik? Oh, ich krieg das schon wieder hin. Ich meine, das Fundament war sowieso viel zu schwach. Aber sieh dir nur mal den Hof an. Oh, du gütiger Gott. Ich glaube, ich werd verrückt. Wo gehst du hin? Ins Haus. Ich brauche eine Pause. Das wird schon werden, Louis. Frauen fällt es schwer, Geschenke anzunehmen. Sie müssen dann immer erst einen Aufstand machen. Tag für Tag saß Mom mit ausdruckslosem Gesicht vorm Fernseher. Dad meinte, Frauen seien manchmal so. Machst du mir einen Tee? Was ist nun mit dem Tee? Du schluckst zu viel Valium, ganz bestimmt. Der Mülleimer ist voll mit leeren Schachteln. Du machst mir also keinen Tee. Ich wollte nicht mehr zur Schule. Ich war zu durcheinander. Ich konnte niemandem von der fliegenden Untertasse erzählen. Ich wusste, dass mir keiner glauben würde. Also versteckte ich mich in den Kuppeln und hielt Ausschau. Vielleicht tauchten ja noch mehr von ihnen auf. Hey, Louis, was machst denn du auf der Koppel? Musst du nicht in der Schule sein? Hab keine Lust. Kann ich mir denken. Wir schwänzen beide die Schule, hä? Gehen Sie zur Schule? So könnte man es nennen. Sollte mich eigentlich für meine Nachmittagsrunde vorbereiten. Die Vorgesetzten bei der Post sind wie Schuldirektoren. Aufgeblasene Windbeutel. Hilf mir mal. Klar doch. Glauben Sie an fliegende Untertassen, Mr. Pisano? Meine Frau hat immer damit nach mir geworfen. Sie ist eine Hure. Hat mir einen Brief aus Bangkok geschickt. Arbeitet da in einem Puff. Hier ist sie plemplem geworden. War auch schon plemplem, als sie ging. Einfach aufmachen und auskippen. So ist das richtig. Die Thailänder mögen es offenbar, wenn sie einer weißen Frau die Füße ablecken können. So ist das gut. Das sind doch Briefe. Sammeln Sie schon seit einiger Zeit. Verstreu sie einfach. Aber... Ich weiß schon, was ich mache. Ist sowieso nur dummes Zeug. Rechnungen und doofe Briefe. Lieber John, wie geht es dir? Mir geht es gut. Geht's dir auch gut? Genau. Und so... Schätze, das brennt wie ein heißer Furz, Louis. Aber das breitet sich doch aus. Es wird alles verbrennen. Nur die Koppel und die Briefe. Yeah! Ein richtig schönes Feuerchen! Er behielt recht. Unsere ganze Straße kam, um sich das Feuer anzusehen. Wie Zombies starrten sie mit aufgerissenen Augen in die Flammen. Alle waren da. Mom, Dad, Emma, June, Deb, Mr. und Mrs. Irwin, sogar Dalsy,
aber sie wollte nicht mit mir reden. In der Nacht spiegelte sich das Feuer in ihren Augen. Als das Feuer erlosch, wusste ich Bescheid. Sie beherrschten die ganze Nachbarschaft. Das waren nicht länger meine Nachbarn, meine Familie. Die Außerirdischen hatten sie unter Kontrolle. Alles machte jetzt Sinn. Dalsy, ihr Dad, meine Familie, Brian, Mr. Pisano. Sie alle wurden von den Außerirdischen beherrscht. Was ich gesehen hatte, endlich ergab es einen Sinn. Ich wusste Bescheid. Ich lag wach und hörte, wie das Haus langsam in sich zusammenfiel. Ich kannte nun die Wahrheit, aber außer mir kannte sie niemand. Ich nahm es Emma nicht länger übel. Ich wusste auch, dass sie als einziger noch nicht angesteckt worden war. Vielleicht hat Dad es eingeschleppt. Wer weiß. Ich wusste nur, dass ich glücklich war. Sehr glücklich. Denn alles ergab nun einen Sinn. Früh am Morgen, als alle noch schliefen, machte ich mich auf den Weg. Mr. Pisano tanzte auf der verbrannten Erde. Er trug nichts auf dem Leib. Er rief nach mir, aber ich achtete nicht auf ihn. Die Außerirdischen beherrschten ihn. Ich ging nach Norden. Meine Damen und Herren, Sie hörten Der Sommer der Außerirdischen von Luis Nova, aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben. Es sprachen Luis Mark Hinrichsen, Mom Monika Hansen, Dad Manfred Lehmann, Grandma Gudrun Genest, Emma Katja Primel, June Sarah Hase, Deb Natascha Zeisig, Dulci Gunda Aurich und andere. Technische Realisation Sven Schmeier und Stan Regal. Regieassistenz Michael Schlimgen. Regie Norbert Schäffer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1991.